Hallo, ich bin Miss Platinum. Ich bin Sängerin, ich schreibe meine Musik, ich produziere auch ein bisschen, ja. Wir haben uns vor 5 Jahren kennengelernt für Anna Kournikova und das war aber so eine Zusammenarbeit mit Files hin und her schicken. Dann hat er 2 Beats zu meiner Platte Ich war hier beigesteuert. Dann habe ich angefangen, Demos zu machen, alleine zu Hause und wollte das unbedingt mit ihm machen und habe mich aber immer wieder nicht getraut, ihm das zu schicken. Dann habe ich es endlich geschafft, ihm die zu schicken. Dann bin ich nach Köln gefahren. Wir haben uns das gemeinsam angehört und er war voll Fan von den Ansätzen sozusagen, die ich da schon so skizziert hatte. Und dann haben wir angefangen, zusammenzuarbeiten. Was ich an ihm sehr schätze, ich weiß nicht, ob er es bei anderen auch macht, aber mir hat er sehr viel Raum gelassen. Also er hat mich immer machen lassen, er hat nicht sofort reingequatscht. So. Er war sehr offen. Ich habe das Gefühl, er hat so sein Verständnis von Musik ist sehr breit gefächert, auch wenn die meisten ihn aus dem Hip-Hop kennen. Er hat früher in einer Punkband gespielt und der kann auch klassische Instrumente aufnehmen und so. Also das mag ich sehr an ihm, ja. Nee, es gab tatsächlich kein Konzept. Ich wollte ganz bewusst kein Konzept haben, weil ich das vorher, glaube ich, immer sehr viel hatte. Also gerade so meine ersten beiden Alben, die waren ja sehr konzeptionell. Und ich wollte ganz frei sein und komplett konzeptfrei rangehen. Und darauf haben wir uns auch beide eingelassen. Also es fühlt sich für mich tatsächlich natürlicher an, weil ich mit englischer Musik mich selber sozialisiert habe. Irgendwie fällt es mir leichter, automatisch eher auf Englisch zu schreiben. Also ich finde es auch super, auf Deutsch zu schreiben und Musik auf Deutsch zu machen. Und finde auch, dass sich da sehr viel getan hat. Also so zu der Zeit, als ich Glück und Benzin gemacht habe, war es noch so sehr, waren wir auch noch so krass verkopft. Und es war voll so, wow. Das muss alles nied- und nagelfest sein und jetzt ist es alles ein bisschen lockerer geworden. Aber ja, irgendwie auf Englisch fällt es mir leichter. Das mit dem Neuerfinden ist für mich so ein ganz natürlicher Prozess. Also es ist, ich habe das Gefühl, es klingt jetzt so negativ, aber ich langweile mich auch sehr schnell, wenn ich an einer Stelle so stehen bleibe. Ich bin halt sehr neugierig auf neue Sachen. Ich finde das gar nicht, ich denke da gar nicht so drüber nach. Es ist auch nicht so, dass ich mir das vornehme oder so, sondern es passiert einfach. Für mich ist es wirklich so eine ganz natürliche Weiterentwicklung. Ja, also ja, ja und nein. Also es ist eher so, dass dadurch, dass ich mit Balkan R&B angefangen habe oder hier bekannt wurde, jetzt aber eine Platte gemacht habe, die eigentlich damit nichts zu tun hat, trotzdem wieder nach Rumänien gefahren bin, da auch wieder so voll diese Bilder eingefangen habe in dem Video von Rainbow Jesus und wo sich natürlich auch für mich so ein neuer Kreis in meinem eigenen Leben schließt. Ich bin halt schwanger und werde Mutter, wie man ja offensichtlich sieht. Irgendwie war das, auf einmal war das dann so groß, so oh, krass, dass sich das halt so anfühlt, als würden sich die Kreise schließen. Genau, das ist, darin habe ich mich so verliebt, weil also das hatten wir schon bei der Fotosession fürs Album. Dann habe ich das Ding mitgenommen zum Dreh und musste das immer irgendwie so auch im Flieger, musste ich kurz überlegen, ob ich das aufsetze einfach, damit die mich damit fliegen lassen, weil das halt so komisch, nicht Sperrgepäck, aber eben auch nichts anderes ist und so. Nee, aber diese Krone, es ist eigentlich, sie nennt es, glaube ich, Marry Me. Also es ist wie so ein Hochzeitsding. Ja, also das Album ist durch Zufall, war ja nicht geplant, sehr episch geworden tatsächlich. Also es ist wirklich sehr, teilweise sehr groß, sehr schwer, sehr, klingt halt viel, finde ich, nach Filmmusik. Und das war aber alles überhaupt gar nicht vorher so geplant. Das ist irgendwie einfach passiert. Und als es passiert ist,
sind wir so drauf eingestiegen, Ben und ich, dass wir das dann schon auch immer mal wieder so auf die Spitze getrieben haben und dachten so, ah, was können wir denn noch machen, was können wir noch oben raufsetzen in dem Part und haben dann so zusammen Sachen eingespielt. Es ist, also ich würde sagen, es ist ein Neuanfang und eine Weiterentwicklung. Also es ist so ein, es ist auf jeden Fall ein Album, was für sich auch sehr steht und was man, glaube ich, auch erstmal so irgendwie, glaube ich schon, dass man eine rote Linie ziehen kann zu den Sachen, die ich vorher gemacht habe. Wenn man sich alte Songs von mir anhört, dann hört man da, glaube ich, auch Parallelen, aber trotzdem ist es auch ein totaler Neuanfang und hört sich jetzt vielleicht widersprüchlich an, aber ich finde nicht, dass es das ist. Also es ist irgendwie beides gleichzeitig. Ich will unbedingt auf Tour gehen, gerne Ende 2019, Anfang 2020. Ich werde aber jetzt zum ersten Mal Mutter und habe das noch nie gemacht. Deswegen kann ich das natürlich schwer einschätzen, wie das dann alles funktioniert. Aber das ist der Plan. Ich will auf jeden Fall mit diesen Songs auf Tour gehen. Und ich habe letztes Jahr im November im Silent Green gespielt. Das war so eine Secret-Show. Das hat schon so krass viel Spaß gemacht, dass ich weiß, das muss auf jeden Fall raus.